So, gerade hat die Post geklingelt und hat mir ein süßes Überraschungspäckchen gebracht, womit ich jetzt natürlich nicht gerechnet hätte. Aber wir gehen es jetzt zusammen durch. Auch ein süßer Zettelchen von Lena mit drinne. Und zwar schreibt sie, dass sie den Schlüsselanhänger selber gemacht hat und die Schoki, die mit drinne ist. Ist natürlich für alle zum Naschen mit da, die das halt essen möchten. Glitzer im Gesicht. Ja. Also fangen wir jetzt am besten mal an. Ist erstmal ein Briefchen drin. Lese ich mir jetzt natürlich dann im Offline-Modus durch. Dann ist hier drin so ein Schaumstoff. Smiley-Gesicht. Ich pack's mal kurz raus. Wackel-Augen. Ich mag Wackel-Augen. Süß, ne? Richtig putzig. Ich mach's mal wieder zu. Dass es auch schön sauber bleibt. Dann waren noch drinne durch die Hitze jetzt bisschen weich geworden, aber ist nicht schlimm. Sämtliche Twix-Riegel, die wandern gleich im Kühlschrank, dass die dann wieder fest werden. Ja. Dann waren drin richtig süßes Digi-Notes, nennt man die, glaube ich, ein Cupcake. Design. Dann war noch einmal Haftnotizen in Form von einem Blatt drinne. Und Form von einem Löwen. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Ist echt süß, die Haftnotizen. Genau, und das ist dieser Schlüsselanhänger. Ich hole euch mal raus, dass ihr das dann auch besser sehen. Was uns gefallen? Nein! Eine kleine Sonne. Jetzt sieht man das nicht. Ach komm schon. Hab mich lieb. Da nicht. Hier seht ihr da den Kronkorken und so ein Federbüschel Gedöns. Und dann ist jetzt so ein kleines Häschen. Wenn ich mich jetzt aber nicht ganz täusche, also bin ich besser. Gab es von dem Häschen auch mal eine Sendung? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ich glaube, viele kennen das. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht hat. Auf jeden Fall ist das super süß. Und mit so einem Dingsbumshaken dran. Ich werde euch auf jeden Fall den Kanal mal mit unten verlinken, dass ihr das dann, dass ihr ihr auch mal folgen könnt. Was für ein komisches Deutsch heute, aber na gut. Dann war noch ein riesen Briefumschlag mit drin. Wir gucken mal rein, was hier drin ist. Mal gucken. Die kleben immer sehr gut. Ein schönes duftiges Erlebnis entgegen. Das ist ja schön. Einmal Dresdner Essenz. Was? Taufrisch? Pflegebad mit dem Duft aus Wasserlilie und Aloe Vera. Riecht auch sehr gut. Kennt ihr die Duschgele auch, die so einen männlichen Geruch haben? So. Ungefähr riecht das. Ich mag das ja. So. Dann haben wir noch einmal von Dresdner Essenz. Tag am Meer. Pflegebad mit Sommerduft und pflegenden Kokosöl. Sanft und ausgleichend. Ist auch lecker. Wird auf jeden Fall getestet. Und einmal von Kneipp Badekristalle warm ab. Hier sind Sternanis und Marone drin. Ja, Kneipp macht im Allgemeinen sehr gute
Sag mal, und Dresdner Essenz auch. Genau. Dann schauen wir. Lese ich gerade. Ja, auf jeden Fall, das war das Paket. Die Schoki muss jetzt definitiv in den Kühlschrank, bevor sie komplett wegschmilzt. Die Dusch später kommt ins Bad. Die Badedinger hier. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ich habe damit echt nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Aber na gut. Ich werde mir auch was einfallen lassen. Und habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.